meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Purpur. Und hallo, mein fröhliches Fragrunz. Ja. Beim letzten Mal haben wir hier so ein bisschen die Stadt da abgegrast. Ich habe beim Schnitt gesehen, dass ich in der Stadt da tatsächlich in einer TM einfach vorbeigelaufen bin, beziehungsweise vorbeigefahren. Die holen wir jetzt noch eben kurz. Und über die Karte habe ich auch gesehen, dass es hier Boutiquen gibt. Ich will mal gucken, was man hier so an Kleidung haben kann. So, wie konnte ich dich übersehen? Weltkraft und so weiter brauche ich nicht. Da sind laut Karte Boutiquen. Man kann sich hier Kleidung kaufen. Können wir noch auch mal reingucken. Wow, man sieht keine Vorschau von den Teilen. Das ist ja langweilig. Ach doch, da war eine Vorschau. Es hat nur ein bisschen lang gebraucht zum Laden. Da haben wir ein Blau und ein Marineblau. Jetzt zeig dich, Kollege. Ja, die Halbbandhandschuhe ziehe ich mir mal an. Wie sieht dieser Jethelm aus? Langweilig. Müssen ja mal ein bisschen hier mal so langsam was anderes tragen als ständig die Schuluniform, ne? Können ja nicht immer nur in der Schuluniform rumrennen. Ich nehme mal den Türkisen Sportrucksack mit. So, und hier sollte noch eine dritte Boutique sein. Scheint aber um Brillen sich hierbei zu handeln. Ich bin beim Optiker. Ja, manchmal denken die Leute, ich bräuchte einen Optiker. Na gut, eine Brille brauchen wir jetzt nicht so wirklich. Naja, zumindest ein bisschen haben wir jetzt mal ein anderes Aussehen. So, wir wollten heute zum zweiten Herrscher-Pokémon und wir wollten uns endlich mal angucken, was diese Fragezeichen auf der Karte sind. Und dafür müssen wir jetzt erstmal durchsprinten. Aber vorher würde ich eigentlich tatsächlich gerne einmal kurz meine Pokémon im Pokémon Center heilen. Wartet, bin sofort wieder hier. So, ich war meine Pokémon heilen und dich fange ich. Ein Kindwurm lasse ich mir doch nicht durch den Lappen gehen. Das ist unser erstes Drachen-Pokémon. Also unser erstes gutes Drachen-Pokémon. Donnerzahn. Mampf. Ich glaube, für dich habe ich das falsche Pokémon gerade draußen. Oh, bitte keine Verbrennung. Dann kann ich dich jetzt fangen. Ach, und schon wieder das nächste Pokémon, das mir nur Kopfnüsse gibt. Ich habe mir bei der Gelegenheit jetzt gerade übrigens auch mal neue Supertränke eben kurz gekauft. Nein, bleib doch drin. Du willst es und du weißt es. Komm, geh in den Ball. Du willst mein Freund werden. Du weißt es nur noch nicht. Geht doch. So viele Bälle habe ich geworfen. Ich wollte doch nur dieses Kindwurm. Kindwurm, das Steinhaupt-Pokémon. Es liegt vor an den Erbinformationen in seinen Genen, dass es glaubt, eines Tages fliegen zu können. Ja, daran liegt's. So, ich habe mir das erste Fragezeichen übrigens markiert. Den Elefanten, da will ich eigentlich auch fangen. Du bist aus dem vorherigen Spiel. Und konntest irre stark werden, das weiß ich. Kupfanti. Was meine ich, ein Stahl-Pokémon, wenn ich es richtig im Kopf habe?
Stahlboden. Au! Kann sich einmal der Elektroeffekt mal zeigen? Autschen! Komm, Paralyse! Hätte ja sein können. Um Gottes Willen. Es nutzt Walzer, also los, Sedisal. So, los, Superball! Superball, los! Du bist super! Ja, ich hab Kupfanti gefangen. Oh, es versucht Aquawelle zu lernen. Na gut. Ich überlege gerade. Besser als Flügelschlag. Ganz ehrlich. Kupfanti, das Kupferpfand-Pokémon. Okay, Kupfanti, das Kupferpfand-Pokémon. Kupfanti kann ein Gewicht von 5 Tonnen stemmen. Morgens macht es sich mit seiner Herde auf den Weg zu Höhlen, wo es Erz zum Fressen sucht. So ein kleiner Elefant schafft 5 Tonnen. Ich könnte mir sogar tatsächlich irgendwo vorstellen, dass er es schafft. So, und jetzt konzentrieren wir uns auf die beiden Sachen, die wir uns heute vorgenommen haben. Das Fragezeichen, das ich mir schon markiert habe. Auch wenn die Gegend hier ultra interessant aussieht. Ich will mal da unten gucken. Och, wie cool, was hier so rumläuft. Wir fangen das aber alles demnächst noch. So, wir haben unseren Anruf für heute. Na, Pepper? Ich tippe mal auf einen Stalos. Was bist du denn? Knattox. Nitroladung, los. Oh, das war sehr effektiv. Okay, das ist ein Stahl-Pokémon, merke ich mir. Dich fangen wir noch. Da ist das Pokémon da unten wahrscheinlich. Ich will aber mir halt wirklich erstmal angucken. Nee, tatsächlich nicht. Was das Fragezeichen ist. Hier vorne ist Fragezeichen. Was genau habe ich mir markiert? Ach, das sind so Auflauforte, wo man ein Pokémon richtig gut finden kann. Wie zum Beispiel jetzt hier dieses Knattox. Okay. Na gut, wenn mir diese Chance nochmal vor die Nase geworfen wird, dann fangen wir dich mal. Das ging ja instant. Noah, lies vor, bitte. Knattox, das Einzylinder-Pokémon. Der stählerne Teil ist sein eigentlicher Körper. Es heftet sich an Felsen, um deren Bestandteile in Energie für sich selbst umzuwandeln. Okay, das ist ein sehr interessantes Pokémon. Nebenbei, ich kann mir hier wieder was abholen. Ich krieg zur Feier des Tages 10 Nestbälle. 5-mal Sternenstaub. Das nächste Mal werden ein paar EP-Bonbons.
Okay, dann würde ich mal sagen, widmen wir uns den Herrscher-Pokémon, nachdem ich auf dem Turm da am besten war. Oder? Nee, komm, den Turm heben wir uns das nächste Mal auf. Du bist auf jeden Fall unser Herrscher-Pokémon. Ich speichere eben kurz ab und dann reden wir darunter. Hey, nicht weglaufen! Was bist du überhaupt? Ich will dich haben. Auf jeden Fall ein Boden-Pokémon, ne? Schlurm, Herrscher des verborgenen Stahl. Ich mache mal auf jeden Fall Pökesalz, weil du bist ja ein Stahl-Pokémon. Das war keine Kopfnuss, das war ein Faustschlag in mein Gesicht. Ja, das Salz, das soll ja trotzdem gegen Stahl richtig effektiv sein. Boah, macht das gut Schaden. So, Lehmschuss. Okay, mein Seelisa ist K.O. Aber das Pökesalz funktioniert noch. Keine Sorge, ich belebe Seelisa sofort. Ein Schlurm. Vielleicht ist das die Entwicklung von Schlickda. Ab sofort liebe ich Pökesalz, ne? Einfach wie stark das gegen Stahl-Pokémon ist. So, Nitro-Ladung, weg mit dir. Es war ein Volltreffer und hat kaum Schaden gemacht. Ich muss meine Pokémon mal ein bisschen trainieren. Und tschüss. Es haut ab. Ciao. Man sieht sich. Rein da. Jetzt geht ja erst der richtige Kampf los. Ach, ich muss es schon wieder verfolgen. Ich dachte, da kommt instant eine Videosequenz, deswegen war ich schon aus dem Bild. Ich werde Pökesalz gleich machen, wenn wir den zweiten Kampf gegen das haben. Und danach werde ich instant zu meinem anderen Pokémon wechseln. Wie bist du nur so groß geworden? Okay, hau noch ein Loch in die Wand. Es frisst etwas. Jetzt sag oh. Erstmal Pökesalz. Dein Tentakra. Welches Tentakra? Das Tentakra. So, du wirst erstmal gepökelt, weil dir das im Nachhinein gut Schaden macht. Und dann wechsle ich jetzt sofort zu meinem Feuer-Pokémon. Ja, du warst eine große Hilfe, Kollege, ne? Was? Du hast One-Hit. Dieser Pökesalz, ne? Der ist einfach so geil. So. Auch eine Terra-Kristallisierung und Flammenwurf. So. Jetzt sind wir auf Augenhöhe. Flammenwurf.
One-Hit. Besiegt. Ja, das hast du gut gemacht, Lokroko. Dafür hast du den Spotlight verdient. Hustritt. Ja, nicht Mannschaft Wasserdüse. Ja, das haben wir gut gemacht. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Rein da. Raidon kriegt jetzt wahrscheinlich wieder irgendeine Fähigkeit. Ist interessant, worauf es wächst. Gern geschehen. Salziges Geheimgewürz. Hindert Schmerz und Taubheit in den Gliedmaßen. Ich hoffe, du hast diesmal auch an die Reitung gedacht. Mireidon will auch was. Na gut. Er hat mitgedacht. Hochsprung. Ach, wahrscheinlich kannst du jetzt wesentlich höher springen. Mach doch einfach das nächste Mal für Mireidon auch eins. Du willst nur, dass ich auch davon koste, ne? Oh, wie knuffig ist das? Was mit ihm am Pokémon Center? Und deswegen willst du es mit den Geheimgewürzen versuchen. Ey, das ist einfach nur knuffig.
In Zone 0 stießen wir auf gar sonderbare Pflanzen, die einem bei Verzehr alsbald zu Kraft verhelfen. Wir nannten sie Geheimgewürze und wollten sie in Teilen Paldeas anbauen. Doch Pokémon fraßen sie, ehe sie reifen konnten. Die Pokémon wurden dadurch so groß und stark, dass wir sie Herrscher nannten. Ah, deswegen. Okay. Oh, ich freue mich mit dir. Natürlich helfe ich dir, dem armen Pokémon zu helfen. Ich muss mir gerade Tränen aus den Augen wischen, das ist so schön. Ja? Es ist gut, wenn ich ihn gedrückt hatte, kann Miraidon noch höher springen als gewöhnlich. Das könnte an der einen oder anderen Stelle helfen. Warte mal, vergleichen wir das mal eben kurz. Normaler Sprung. Hochsprung. Okay, so ungefähr doppelte Höhe. Das ist schon krass. Okay, bevor mich irgendein Vieh angreift, ich stelle mich mal ein bisschen näher an die Höhle. Ich hoffe, dass ihr heute Spaß beim Zusehen hattet. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss und bis bald.